Ja, auf dem Weg. Lass die Mumen finden. So, dann wollen wir mal loslegen. So. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene, mene, mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ja. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sich dauernd gefallen. Er könnte doch noch wiederkommen. Nee. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr? Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hm? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Tja. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Tja, was sollen sie denn sonst machen? Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte das im Buckelsumpf. Ich eine Hexe? Quatsch! Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Tja, viel erfahren haben wir dadurch jetzt nicht. Ne, aber das kommt noch. So, was steht da? Geht zur Hütte. Genau, das Junge. Ja, wir müssen mit ihm quatschen, das geht nicht anders.
Absolut. Aber wir gehen durch die Hintertür. Haben wir nicht. Ah, doch, da. So. Schweinehaut. Ja, jetzt klaue ich den Jungs auch noch die Schmarte hier und haben für die Suppe. Aha, Weinstein. Und alles gute Sachen. Aha. Herrlich. Hier ist nichts. Hier haben wir noch was. Grünschimmel, ja wunderbar. Willst du damit Käse ansetzen oder was? Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Die hat hier aber ganz schön gedrillt, das sag ich dir. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Ja, kann ich verstehen, aber die Hexen, die haben die ganz schön in den Griff, du. An der kurzen Leine, sagt man. Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nee. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Tja, hier gibt es natürlich wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man spielt Verstecken mit den Kindern, muss die alle, ich glaube 5 Stück sind es, suchen, oder man macht es cleverer. Kann ich nicht vielleicht etwas anderes für euch tun? Ich will was Süßes. Ich auch. Oder Obst. Gib uns was Süßes, dann helfen wir dir. Hier, ein paar Süßigkeiten. Sowas habe ich noch nie gegessen. Wird auch das letzte Mal sein, dass du das gegessen hast. So hart das klingt, aber ist so. Oma! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen! Oma, komm! So, jetzt gehen wir mal rein und reden mal Tachlis mit dem Rotzing. Keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Tja. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi.
aber sie sagt, er wäre erfunden. Tja, ist er aber nicht. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Das ist schon echt hart, so als, wie alt mag der sein, 7, 8 Jahre, älter ist der noch nicht. Meine Güte, ne, ehrlich, sowas zu erleben, boah. Ich will nur mit Hansi reden, vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Na siehst du, geht doch, kleiner Mann. Herrlich. Ja, aber welche Macht die über die haben. Ja, dass die Schnauze halten. So, da sind Nekrophagen und ein Wasserweib. Nee, das machen wir so. Halt, nein. So, 94. Ich habe ja gesagt von Anfang an, ich will, dass meine Schwerter immer auf in Top-Zustand sind. Was hast du? 99, du brauchst noch nicht. So. Dann werden wir uns jetzt mal das ganze Gedöne da holen. So. Wasserweib als erstes. Komm her, ja. Komm. So ist brav. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Muss er. So, dann gucken wir uns mal. Halt, hier sind die ja schon. Ah. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Hier lang. Ja, gut. Oh ja, du, da ist er wohl. Jetzt haben wir erschrocken. Das Taumeln ist echt nicht. Ist da noch einer? Jo. Nein. So nicht. So geht das mal nicht, mein Freund. Einer nach dem anderen. So, wo ist. Hier ist die Spur wieder. Ja, ich guck mich oben rechts da in den Kartenabschnitt, sondern ich folge wirklich den Spuren hier. Die Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Ja, entweder Hansi oder Hansi. Hansi? Hab keine Angst. Nein, der nicht. Ist nur vorsichtig. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an.
Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Ja. Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Ja, er ist ein King, ja. King Louis. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ja. Ich habe wohl keine Wahl. Nein. Ich finde den klasse, den Hansi. So. Wie der läuft. Sie sieht so urig aus. Nehmen wir die Pike. Da hören wir sie nämlich schon. Da sind sie. Ja, nützt ja alles nichts. Honig bitte. Und bitte nochmal Honig. Bleib dicht bei mir. Haben wir sonst keinen mehr hier? Gut. Na, dann sind wir ja schon da, oder? Doch noch nicht. Wie der läuft, ich find's klasse. Der gibt alles. Der Hammer. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir... nicht Okro, Dracoidenöl, genau. Oh, 89. Ja, jetzt merke ich, dass ich langsam, aber sicher. Ja, das Schwert, das kostet mich sonst reichlich. Ja, ist ja gut. Stell nicht so an. Halt. Nee. So ist brav. Noch eine? Möchte sagen. Ja, die sterben hier mit Verzögerung. So, zack. Versiegelte Flasche und die Rabenfedern. Aber wo ist der? Okay. Na gut. Normalerweise war hier ein Dracoide. Ich habe nachgeguckt, deswegen bei mir. Deswegen weiß ich das noch. Schwupp. Ja, tut auch an, ne? Na, Hansi? Was suchst du? Schnecken? Hier.
Wollflechter, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter, Pippel, Pflück, Prinz, Proximo, Pudrig, Pfeffrige, Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Mhm. Ganz genau. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch, ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Ist nicht ganz richtig. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Hm. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Hm. Was weißt du über die Mumen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Tja. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Mumen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Ja, logisch. Das ist nicht schlecht, der Junge, ehrlich. Ich finde den Hammer. Ja, ein Göttling. Was ihm noch fehlt, ist eine Göttling-Dame. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Ja, gut. Sie. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man den auch verärgern kann, aber der gehört ja zur Geschichte und im Grunde genommen muss man ja lieb zu ihm sein. Sonst kommt man hier gar nicht weiter. Ja, ich höre sie schon.
Ich höre sie schon. Moment. Verdammt. Worms. Komm her, du scheiß Wasserweib. Na, ist sogar eine Schnepfe. Oh ja, jetzt wird es langsam Zeit. Das ist zwar alles schön mit dem, langen Schwert, aber das ist nun mal halt so. Irgendwann sind die zu nichts mehr gebrauchen. Ja, ich probiere nachher nochmal was anderes. Los, mach hin. Hopp, hopp. Ja, los, zack. Das ist also mal so eine Sache. Tihi. Na ja, los, zügig. Schneller geht's. Zwischen zwei Zwetschgezweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Okay. Ah, er sagt nur immer dasselbe. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Hm. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Tja. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Jenny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Ja? Herrlich, jetzt sehen wir die Muhmen, welch liebreizende Wesen sie sind. Ja. Richtig reinscharfe Lu. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Rutt sind die Augen weg. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Ja. Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Ja.
Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein wunder Punkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genau so mag ich sie. Blöden Ziegen, ey. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist das Messer so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Niederwil erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht. Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwil wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Da. Tja. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. So ganz so freundlich und sind sie jetzt an. Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. So ganz so freundlich sind sie dann nicht mehr. Die. Ja, was denn, Oma? Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Boah, inwiefern gesteuert? Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Meine Fresse, nee, ehrlich, du. Das sind alles so Sachen, du. Ich würde mich. Grausen würde ich mich von. Wie ach, nicht ach. Das sind Slut. So, was hat denn hier noch? Ein Kistchen. Hexer, nicht ganz der Teufel. Mein Arm mit einem Vampir. Ja, die lesen wir aber nicht jetzt. Das machen wir dann. Okay, schöne Sachen drin. Aber wir sind noch nicht fertig. Oh. Geht freiwillig auf. Ja, wir haben so eine Power, dass alles so freiwillig aufgeht. Nein, nicht wieder hoch. Okay. Erstmal alles mitnehmen. Und dann können wir uns auf den Weg machen. Ah, lecker. Floren. Oh. So. Zweimal Alchemiepaste. Haben wir hier noch wieder Kohle? Ja. Moppen. Ja, ja, Geld ohne Ende, das ist herrlich. So, jetzt kommen wir hier wieder hoch. Juppadi. Nein, nehmen wir nicht mit. So, 200 und ein paar zerquetschte. Nach Niederwir werden wir jetzt gehen. Jawohl. Schön. Komme ich da nicht jetzt auch in dem? Ne, komme ich nicht. Niederwir. Irgendwas war da noch. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ja.
Moment, 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 Moment. War nicht hier irgendwo eine... Oh. Ja, ja, nächste Woche habt ihr mich. Warum? Tschüss. Mann. Ja, ja, deine Lieben sind schon erledigt, mein Freund. Yeah. Was haben wir denn hier noch? Nein. Einmal. Und du, deine Ecke, du bist auch noch dran. So, wo war jetzt die Truhe da? Alles prima. Ja, ich merke schon, ich muss... Das ist 94, 93, jetzt gucken wir mal hier. 54 einfrieren, Erden will ich eigentlich 52, Blut verstümmeln, alles so wenig. 58 einfrieren, ja, die sind nicht schlecht. 14 und du hast plus 25, ja, aber dazu brauche ich erst was, ja, einwandfrei. Da muss was rein und das habe ich jetzt im Moment nicht. Schäfchen kann ich bestimmt auch abschlachten. Aber erstmal gehen wir hier. Wo war die denn in der Luft? Rattenfänger. Töpfe, Keramik und Herstellung. Karren zu verkaufen. Monster aus dem Sumpf. Sehr gute Sache. Eine neue Quest. Nicht erkundeter Ort. Monster aus dem Sumpf. Wer des Lesen kundig ist, der lese hier. Entschuldigung. Lese dies hier gründlich durch. Aus dass es im ganzen Dorf und weit und breit bekannt werde. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich etwas verdienen möchte, soll wissen, dass ich für den Kopf der Bestie gut bezahle. Alle anderen sollen sich von dem Verfluchten zum Fernhalten, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Leslav, genau. So, was haben wir denn hier? Nicht ganz der Teufel. Ich lasse das durchlaufen. Und auf Pause könnt ihr drücken. So, ein Abend mit einem Vampir. Da Regis zum ersten Mal. Gut. Moment, hier haben wir einen Verkäufer. Ein Händler, ein Verkäufer. Kaufmann. So. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühnerdreck dran. Mhm, okay. Ich wusste nicht, dass du zu verkaufen hast. Wichtig ist. Der hat nichts. Moment, dem kann ich doch... Genau, weg damit. Die sind, das ist nur Ballast und schwer. Wie viel wäre das denn? Nee. Der hat auch nichts anstehen. Bis dann. Ach, wo will ich denn hin? Naja.
Was der alte Sack. Zack, zack. Komm her, du Blitzbirne. Hallo. Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst.